Mönch, der die Mongolen preist. Das muss ich beenden. Stellt euch und kämpft! Sandra Deste, Samra! Ihr seid der Geist? Ihr habt die Mongolen gepriesen. Werdet ihr für eure Dienste entlohnt? Wenn wir uns weigern, sterben wir. Doch der Bruder des Wächters wird das ändern. Was wisst ihr über Norio? Er wird uns zum Sieg führen. Ich bringe euch zu ihm. Schnell. Hier lang, mein Herr. Weiß Norio, dass ihr die Mongolen helft? Wir sollten kooperieren, bis der Zedern-Tempel befreit ist, damit sie nichts ahnen. Das klingt nicht nach Norio. Wirklich? Aber ihr inspiriert ihn doch so. Er erzählt immer, was er alles vom Geist gelernt hat. Was macht ihr da hinten, Dojo? Ich bringe den Geist. Norio ist drinnen bei den anderen. Wir schicken kleine Gruppen in die Flanken. Nutzt die Bäume als Deckung. Fürst Sakai. Freunde, lasst mich kurz mit Fürst Sakai sprechen. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Hier lang. Ich habe gehört, ihr wollt den Zedern-Tempel zurückerobern. Wir trainieren hart. Sie sind bereit. Ich erkenne einige Gesichter. Aus Akashima. Meine Gesuche an den Kushi-Tempel wurden nicht erhört. Nach all unserer Hilfe. Wir befreien den Zedern-Tempel ohne sie. Können die Leute den Tempel zurückerobern? Wir schaffen es vielleicht allein. Sie riskieren ihr Leben. Der Zedern-Tempel wäre ein Leuchtfeuer für ganz Tsushima. Jeder, der mit uns angreift, wird damit zu einem Boten der Hoffnung. Wir können die Botschaft nicht allein tragen. Dieser Sieg muss der Ihre sein. Wann reiten wir, Norio? Am Morgen, mein Herr. Wir reiten mit dem Geist zum Zedern-Tempel. Als ihr Burg Kaneda einnahmt, habt ihr das ohne die Samurai getan. Ihr hattet sicher eure Zweifel daran. Samurai denken über den Tod nach. Wir wissen, dass Todesangst nur Angst vor Schmerz oder Unbekanntem ist. Das ist bei unseren Mönchen ähnlich. Besonders bei meinem Bruder. Euer Bruder war ein weiser Mann. Wäre Enjo doch nur hier bei uns. Sein Geist ist es.
Ihr habt Unterstützer, Norio. Sie erinnern sich an den Wächter und sie wissen, warum wir zum Zedern-Tempel reiten. Sie haben Glück, dass sie euch haben. Wir sollten die Straße verlassen. Hier lang. Der Tempel ist dort vorne, hinter den Zedern. Haben Sie Mönche als Geiseln genommen? Nein. Ich sagte Ihnen, Sie sollen sich fügen. Weniger Risiko, wenn wir angreifen. Das ist schlau. Wir sind bald da. Atmen, Norio. Ohne Luft kann man nicht kämpfen. Woher wusstet ihr das? Ich kenne euch schon gut genug, mein Freund. Norio und der Geist. Wir kamen so schnell wir konnten. Gut, dass der Kushi-Tempel uns hilft. Zedern-Tempel, Akashima und Kushi kämpfen Schulter an Schulter. Ihr greift euch das Haupttor an? Ja, wir lenken die Mongolen ab, während die anderen flankieren. Wo braucht ihr mich? Mein Herr, das ist nur mein Plan. Kämpft ihr, wo es euch gefällt. Mir nach, allesamt. Bleibt in der Nähe. Nicht einer von euch wird heute sterben. Wer heute fällt, wird in der Geschichte ewig weiterleben.
Der Tempel gehört euch. Beim letzten Besuch waren sie alle. Mein Bruder, Hochi, der Abt, noch am Leben. Heute beginnt euer Wiederaufbau. Kommt mit mir in die Haupthalle. Ich muss überprüfen, ob dauerhafter Schaden entstanden ist. Hier lang, mein Herr. Norio! Fürst Sakai! Was ist? Geht nicht in die Haupthalle hinein. Reißt euch zusammen. Was die Mongolen zerstört haben, bauen wir wieder auf. Von außen sieht die Halle gut aus. Nichts beschädigt oder gestohlen. Norio. Enjo? Oh, als sie dich aus der Grube zogen, dachte ich, du... Die Mongolen schworen, dich zu verschonen. Wenn ich ihnen alles sage. Ich bin hier, Enjo. Alles ist gut. Ich habe ihnen vom Abt erzählt. Hochi, Kushidera und Akashima. Das macht nichts. Norio, ich hielt durch, um dich zu sehen. Doch ich kann so nicht leben. Doch, du kannst. Bitte. Bruder. Bitte. Fürst Sakai, lasst ihr uns allein? Ja. Thank you.
Sein Name ist Hartschu. Er hat meinen Bruder verbrannt und ihn verstümmelt. Dieser Hartschu, ist er unter den Toten? Noch nicht. Norio, euer Bruder war der Wächter. Er starb als Held. Nein, tat er nicht. Ich finde heraus, wo dieser mongolische Feigling ist. Aber dann müsst ihr mir helfen. Das werde ich. Wenn der Schnee nachlässt, beerdigen wir ihn.